So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webkanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Oh mein Gott, guckt, wie besonders das schon wieder ist. Wir wollen heute mal wieder was testen, zusammen mit Weißwürsten, aber anders als zuletzt ist das heute kein Senf, sondern das ist Ketchup und das ist nicht irgendein Ketchup, sondern das sind diese zwei Exemplare da von der Firma Hella. Kennt ihr bestimmt? Hella ist die heftige Ketchup-Marke, oh mein Gott. Ich muss irgendwas für Thumbnail basteln, sowas zum Beispiel. Das ist von der Firma Hella. Fruity Edition, Fruit Up Fruchtketchup mit spritziger Note rote Frucht. Und das ist Hella Fruity Edition, Fruit Up Fruchtketchup mit spritziger Note gelbe Frucht. Das ist also Ketchup in der Tube zum Drücken, aber halt mit Früchten. Hella Fruchtketchup, gelbe Frucht, vielseitig einsetzbar, zum Beispiel als Dip für Geflügelgrillgut Pommes, als Soße für Reis und Wraps, als Zutat für Curry- und Wokgerichte. Was genau jetzt hier? Achso, doch, gelbe Frucht ist mit Orangenkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Ananas, Aprikose, Preiselbeer. Das rote ist mit Sauerkirsch, Apfel, Aprikose, Preiselbeer. Also hauptsächlich ist hier Orange und hier halt Sauerkirsch dann der Unterschied. Und weil wir das Ganze ja auch mit irgendwas testen müssen, haben wir natürlich wieder die Weißwürste hier. Und diesmal haben wir auch der Längsschnitt, denn es steht ja hinten drauf, wie isst man die Weißwurst. Und damit ihr wisst, wie man die isst, stehen da verschiedene Teile drauf. Teil 1 war, glaube ich, der Kreuzschnitt, den haben wir letztens gemacht, wo man dann die Gabel verdreht und das so rauszieht. Und diesmal haben wir der Längsschnitt. Das wollen wir uns dann auch mal angucken, wenn wir die aufgemacht haben. Jetzt aber erstmal die Würste ins Wasser, die erstmal warm machen und dann das Ketchup testen. So, da seht ihr doch die heiße Herdplatte. Hier seht ihr den Topf, wo jetzt das ganze heiße, nicht kochende, also jetzt nicht mehr kochende, nachdem ich es runtergenommen habe. Irgendwie war ich gerade wieder woanders und jetzt ist es doch zu heiß geworden. Jetzt werfen wir die Würstchen da rein. Passen mal auf, dass wir uns nicht wieder verbrühen wie beim letzten Mal. Also ungefähr so. Ah! Und so und dann noch hier. Und pass auf. Hier und dann hier. Zack. Jetzt sind sie alle fünf drin. Schön, dass sie auch nicht zusammenhängen. Und wie das jetzt weitergeht, schauen wir uns gleich an mit dem Längsschnitt, der irgendwie viel weniger kompliziert ausschaut wie als der andere. Genau. So. So, die Würste sind fertig. Hier im Topf seht ihr schon, da dampft immer noch ein bisschen raus. Die sind dick und fett und weiß und überhaupt, die stelle ich jetzt mal darüber. Und wir wollen jetzt mal eine rausnehmen und uns hier an diesen Längsschnitt machen, der wohl einfach total mega einfach ist. Deswegen hauen wir jetzt mal hier so eine Wurst an mit der Gabel, legen die hier ab. Ich würde sagen, wir stellen das Bild mal ein bisschen runter, dass ihr das seht, denn der Längsschnitt geht so. Erstens, die Wurst quer in zwei Stücke schneiden. Also so, ja. Richtig, komplett zwei Stücke. Jetzt würde ich mir die schon in den Mund schieben und essen. Aber zweitens, längs aufschneiden, dabei die Haut der Unterseite jedoch nicht durchtrennen. Also, jetzt wird hier wird jetzt reingeschnitten, längs bis fast runter, aber nicht ganz bis runter, sodass unten immer noch die Haut am Start ist. Ihr seht das schon. Drittens, die Haut mit der Gabel festhalten und mit einer halben Drehung des Messers die Wurstviertel herauslösen. Ja, ich halte ja im Prinzip hier die Haut fest. Ja, Mann. Und hier guckt ihr das an, wie ich jetzt hier das Wurstviertel einfach rauslöse. Da ist halt jetzt noch Haut dran.
Viertens, guten Appetit. Okay, boah, jetzt habe ich was Falsches gegessen. Ja, jetzt könnt ihr das natürlich dann irgendwie festhalten. Das ist aber ein Scheiß. Nehmt einfach die Hand und zieht den Mist einfach ab und dann ist gut. Ich fand irgendwie jetzt aber, dass das so schlechter rausging als bei dem anderen. Weil bei dem Kreuzschnitt habt ihr euch ja was genommen und habt das dann... Adi, nein, nicht die Haut essen. Du bist nicht der Boomer. Bei dem Kreuzschnitt seid ihr ja hier so in die Wurst rein und habt das dann... ja, weil ihr hier so seid ihr dann so raus und habt das dann irgendwie und dann... Ach, ich hab keine Ahnung. Esst es einfach mit. So, dann habt ihr halt so Stückchen... Und so habt ihr halt keine Stückchen. Ich tue jetzt den Fotze auch abmachen. Esst ihr gerne Weißwurst, schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt habe ich auf jeden Fall so ein Viertel und sowas anderes. Jetzt machen wir es mal wieder ein Stück hoch, dass man mich sieht. Guck doch mal, wie aufdringlich der ist. Adi! Adi! Nicht die Wurst! Der hat letztens so einen ganz kleinen Nibbel probiert und dann lag die Wurst plötzlich da im Erbrochenen, also nie wieder. Jetzt nehmen wir natürlich das orange Ketchup, das Fruchtketchup, nehmen uns hier einfach so ein Kreuzstück, was wir gerade abgemacht haben, machen mal dieses Fruchtketchup da drauf und gucken mal, wie das schmeckt. Sieht sogar einfach aus wie Ketchup. Ich dachte jetzt, das sieht eher aus wie dann Marmelade, aber es hat eine richtig schöne rote Ketchup-Note. Und vielleicht einfach nur einen mega süßen Geschmack. Ja, ist auf jeden Fall süß. Mega süß. Aber irgendwie auch geil. Ich kann es nicht beschreiben. Ich finde es auf jeden Fall gerade sehr interessant. Also ich glaube gerade zum Frühstück... Wenn ihr sonst immer so Marmeladentoast gemacht habt, könntet ihr das einfach als Brotaufstrich nehmen und euch auf ein frisches, schönes Toast, vielleicht ein bisschen Butter drunter, dann draufpacken. Dann habt ihr irgendwie eine würzige Note, aber auch gleichzeitig eine süß-fruchtige Note. Ne, also der geht echt. Frut ab. Ne, statt Hut ab, jetzt Frut ab. Frut ab, Fruchtketchup von Hella. In der Fruity Edition mit spritziger Note, gelbe Frucht. Mal gucken, ob der auch so gut ist oder ob der jetzt hier säuerlicher ist oder mehr beißt durch die Sauerkirsche. Aber diese Orange, Gelbfrucht, finde ich mega genial. Kann ich mir gut vorstellen, auch wenn du irgendwie so Nudeln machst. Manche sagen auch, ach, wir müssen sparen, wir essen einfach Nudeln mit Ketchup. Dass dieses Ketchup auch unglaublich gut auf einfach so eine Portion Nudeln passt oben. Und hat mich von der Konsistenz ein bisschen an das Curry-Ketchup, weil das eher so ein bisschen flüssig ist. Aber, ja, kommen wir mal zum Roten. Das rote Frucht-Ketchup. Sieht auf jeden Fall ein bisschen dunkler aus. Ist ein bisschen säuerlicher, wie ich es mir schon gedacht habe. Aber auch hier eigentlich ein richtig guter Geschmack. Mega interessant auf jeden Fall, diese Mischung aus Ketchup und Früchten. Vielleicht nicht für jeden, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den einen oder anderen, aber ich finde es total genial. Werde ich mir auf jeden Fall öfters holen. Und werde jetzt auch noch zwei ganze Weißwürste, jeweils mit der gelben und jeweils mit der roten essen, sodass ich die immer gleichmäßig verbrauche. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gesehen? Hella Fruit Up, das fruchtige Ketchup in der Fruity Edition mit spritziger Note, rote Frucht, gelbe Frucht. Passend zu allem, was man essen kann, sogar zu Weißwürsten. Und die sind ja sehr speziell, da dürft ihr eigentlich gar keinen Ketchup zu essen. Aber gerade weil man süßen Senf immer dazu isst, finde ich, dass auch dieses süße Ketchup richtig gut dazu gepasst hat. Das war's ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.